111,50 Euro inklusive Parkticket, das habe ich schon eingestellt. Richtig idyllisch. Der Park hat gerade aufgemacht. Es ist natürlich noch leer. Es ist kalt. 6 Grad gerade heute mal. Hier seht ihr hinter mir den Klassiker Nessie und in der Helix von Nessie die Neuheit Highlander. Gerade ist die Transportplattform unterwegs mit Menschen drauf. Da sieht man erstmal die Proportion, wie hoch das Ding eigentlich ist. Meistens sieht es ja im Video immer nicht ganz so hoch aus, als wenn man direkt davor steht. So. Kurz nach 9, um 10 machen die meisten Fahrgeschäfte auf. Erfahrungsgemäß macht Nessie aber seine ersten Fahrten schon deutlich früher. Kurz nach 9. Das heißt, wir werden da jetzt mal hingehen. Lilly ist die Bahn schon mal gefahren, vor 2 oder 3 Jahren. Da war sie noch ganz klein. Oder sogar vor 4 Jahren, glaube ich. 2015 war das. Sie kann sich nicht mehr dran erinnern. Das war ihre erste Inversionsachterbahn, die sie auch 3 oder 4 Mal gefahren ist damals. Mal gucken, wenn sie jetzt davor steht, ob sie sich erinnern kann. Lilly, kannst du dich erinnern an die Bahn? Ich fasse es nicht. So, Nessie hat natürlich auch einen neuen Eingangsbereich bekommen. Das war ja sonst immer ziemlich verwirrend. Die Leute wussten immer nicht, wo sie reingehen sollen. Und obwohl ich schon mehrere Male da war, hatte ich seinerzeit auch immer suchen müssen. Ja, ich gucke. So, das ist der neue Themenbereich hier, ne? Da ist der Highlander. Aber guck mal, viel Platz nimmt er ja nicht weg, ne? Nur in die Höhe. Nessie wird noch gewartet, beziehungsweise der täglichen Kontrolle unterzogen. Eine meiner Lieblingscoaster, der Fluch von Novgorod. Eine weltweit einzigartige Bahn, ich kann es nicht anders sagen. 10 Jahre ist sie jetzt alt, es gibt sie aber nicht mal ansatzweise ein zweites Mal. Die ist so geil, Leute. Ein Launched Eurofighter. Fluch von Novgorod. Lilly ist gerade das erste Mal den Fluch von Novgorod gefahren. Und sie fand es cool. Ich auch. Hätte ich nicht gedacht, eiskalt ohne eine Miene zu verziehen. Wir sind auf dem Weg zu Störtebeckers Kaperfahrt, die meisten wahrscheinlich noch unter dem Namen Rio Dorado kennen. Eine Rafting-Rutsche. Schön thematisiert. Wir beide gehen jetzt zur Schlange von Midgard. Meine Frau fährt gerade Kärnten. Wir sind in der Zwischenzeit den kleinen Zar gefahren. Einfach nur, um ihn zu counten. Was für ein Bauwerk. 79 Meter hoch der Turm. Verklinkert. Ich möchte nicht wissen, was das gekostet hat.
Wie war's? Cool. Geil, ne? 80 Minuten Wartezeit ist jetzt, ne? Ja, das steht, es stand nirgendwo dran. Doch, irgendwo müssen sie es gelesen haben. Oder in der App. Wollen wir hinter Kernern lang gehen? So, die Crazy Mine. Gar nicht sagen, wo das alles hingelaufen ist. Das wäre nicht jugendfrei. Das Indianerland. Da gehen wir jetzt nochmal hin. Oh, das ist ja cool hier. Oh. Eine schwimmende Brücke. Schön gemacht, ja. Ich glaube, so voll wie heute haben wir den Hansapark noch nie erlebt, ne? Das ist ja mit Abstand das Zehnfache von dem, was wir sonst kennen, wenn nicht sogar noch mehr. Adios, Hansapark, mega geil bei euch, immer wieder. Wir waren jetzt das dritte Mal da in den letzten Jahren, obwohl wir hier gar nicht aus der Ecke kommen. Aber uns treibt es halt immer wieder hierher.